Hallo, liebe Freund von der Uwe, ein wunderbares Geschenk an dich, lieber Freund. Ich will ein Bibelvers lesen, aus Johannes Kapitel 14, Vers 6, wo das sagt, Jesus sagt, ich sehe die Weich, die Wahrheit in der Lebe, schein euch ab dem Bruder, Bruder durch mich, sagt Jesus Christus. Du hast ein wunderbares Geschenk, das beste Geschenk, whatever es dir geben wird auf dieser Welt. Und Johannes Kapitel 3, Vers 16, du fängst wieder, wie zeigt, dass Gott an zu sein Leben hat. Was heißt, in den einzigen Sehen, die ich habe, um Krieg starfte, für mich und die Gesünder, und wir dort annehmen, dort wieder ewiges Leben haben. Und was hast du dir geschenkt dann? Du hast für ewig im Himmel zu sein. In Offenbarung Kapitel 21, Vers 4, wie du zeigt, und Gott wird uns die, und Gott wird in alle Thronen von der Erde waschen. Du wirst kein Tod oder Trübe oder Heilen oder Weidion mehr sehen, willst, wo vorher wir erst verschwungen. Wie wunderbar! Du wirst uns kein Jahr verpflegen. Du wirst live sein. Du wirst wie für immer sein, freundlich sein, mutig sein. Wir werden Frieden haben. Immer mit Gott. Für ewig und ewig. Und wenn wir das Geschenk nicht annehmen, wir gehen für ewig und Heil verloren. Du warst scheine bei den Menschen im Himmel, was scheine das Wort haben, und du warst für ewig in der Halle brennen. Mein lieber Freund, das ist ein wunderbares Geschenk. Da wir das annehmen, das Jahr, eier das Blut ist, nun hast du noch Genut für dich. Und da wir in der Genut leben, da wir nicht immer weiter in dem Gesetz leben, wie Mathe so, da wir die Genut von Jesus Christus annehmen. Jesus hat für mich und die Genut gebracht. Da wir das wunderbare Geschenk annehmen. Und heute für mich und die Geburt auf dem Krieg. Und da wir nicht, haben wir weniger zu feiern. Da wir nicht Jesus dort in meiner eigenen Bomse. Da wir Jesus anlöden, ob uns weniger Spaß, wie wir zurückkommen mit unserer Familie. Jesus hat uns ein wunderbares Geschenk gegeben. Da wir dort annehmen, mein lieber Freund. Und da wir dort leben, was Jesus Christus für mich und die hat. Ich wünsche Gottes Segen. Bei der nächsten.